Hallo zusammen und herzlich willkommen bei mir am Bindenstock. Heute möchte ich euch eine weitere Tenkara zeigen, und zwar Tenkara Blue Mystic. Und für die verwendet man Eichelherr Spiegelfedern und für den Körper ein Helix Floss. Das ist jetzt eins mit zweimal blau, einmal schwarz. Und als Haken ein Maruto in Grösse 10. Wir fangen hier mit einer Grundwicklung in der Mitte vom Haken bis vorne und gehen wieder retour. Schneiden das hier mal ab. Und wickeln runter bis in den Hakenbogen. Wieder nach vorne bis ca. an diesen Punkt hin. Und jetzt bauen wir von diesem Punkt an ein Körperchen auf, dass wir ein kleines massiges Körperchen bekommen. Ich merke, ich sollte meinen Bobbin wieder mal ölen. Und knüpfen da vorne das Ganze nochmal ab. So, dann nehme ich einen normalen Bindefaden, ein Unithread in Schwarz und baue mir da vorne dafür Tenkara obligatorische Popel auf. Indem ich jetzt da einfach an Ort und Stelle einige Wicklungen aufeinander lege, dann könnt ihr das nach vorne noch ein bisschen formen. So, das ist in etwa gut. Und nehme dann meine Eichelherr Spiegelfedern und zupfe jetzt da die einzelnen Fibern retour und nehme da unten die, wo Bühne schwarz sind und nicht schön eingefärbt weg. Und jetzt ist ja das Ziel, dass ihr das Blau nach vorne habt und die dunkle Seite nach hinten. Das heisst, ich büge mir da die schon mal ein bisschen zurecht. Und binde sie dann da ein. So. Die vorigen Federn könnt ihr ein bisschen abschneiden und da das jetzt relativ feine Federn sind, verwende ich da auch gerne eine Häkelklemme. Und versuche jetzt die Federn da so reinzunehmen, dass ich den blauen Teil nach vorne haben. Es geht am besten, wenn ihr die einfach so nach vorne zieht und
gleichzeitig Entwicklung machen. Dann können die schön so aneinander anliegen. Das Ganze abbinden und den vorigen wegschneiden. So. Dann könnt ihr das auch schon mal das erste Mal ein bisschen ausrichten. Ein bisschen frisieren. Und jetzt für den Thorax nehme ich aus einer V-Augfeder eine einzelne Fiber und baue mit der vorne noch einen Thorax auf. Und dann haben wir auch die da entstandene Mulde schön aufgefüllt. Da dürfen ihr weit genug führen, dass euch die Federn, also respektive das Pfauengras, auch noch etwas hilft, die einzelnen Fibern von der Spiegelfedern nach vorne zu fixieren. Das Ganze einbinden, die vorige abschneiden. Und dann bereits mit dem Whip-Finisher da hinten abschliessen. Schon habt ihr eine wunderschöne Tenkara Blue Mystic. In dem Sinn, das wäre es schon gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Hineinschauen, viel Spass beim Nachbinden und bis bald.